haben eine Gesamtstrategie Frauen im Sport entwickelt, die wir als Living Document verstehen. Aus der Veranstaltung möchten wir Anregungen, Ideen und Vorschläge sammeln, die wir in die Gesamtstrategie aufnehmen können. Als Trainings- und Bewegungswissenschaftlerin schaue ich mir natürlich viele Studien an, die sich mit leistungssportlich aktiven Menschen befassen. Und dann stelle ich immer wieder fest, dass meistens junge, gesunde Männer untersucht wurden. Und wir inzwischen natürlich uns die Frage stellen, ob ein einfacher Übertrag dieser Befunde auf den Frauensport so möglich ist. Und wir versuchen auch diesen Data Gap, so nennen wir den, sozusagen zu füllen in den nächsten Jahren. Ich stelle heute fest, dass ich sehr wenig getan habe. Also beispielsweise vor 20 Jahren haben wir eine groß angelegte Studie gemacht zum Thema Frauen in Führungspositionen des Sports. Ich glaube, viele Entwicklungen sind rückschrittlich. Tatsächlich auch die mediale Repräsentanz von Frauen im Sport ist, glaube ich, auch rückschrittlich. Auch hier besteht wiederum Forschungsbedarf. Wir haben eine enorme Gap der Förderung von Mädchen und Frauen im Vergleich zu Jungs und Männern und dementsprechend brauchen wir da einfach ganz klare Signale der Gleichstellung, müssen dort mehr Transparenz schaffen, mehr Wissen, mehr Forschungen, mehr Erkenntnisse schaffen, um halt auch dem Mädchen, dem kleinen Mädchen, die Bock hat auf Leistungssport, der zu suggerieren, so hey, der Weg ist ganz klar unabhängig vom Geschlecht möglich für dich als dieses junge Mädchen mit all diesen Erkenntnissen. Das ist ein Thema, was sehr grundsätzlich in der Gesellschaft aktuell ist und jetzt bringt der Leistungssport noch speziell Besonderheiten hinzu. Und deswegen glaube ich, dass es spezifische Themen aus dem Leistungssport gibt, die es wert sind, sich da explizit so mit beschäftigen. Frauen und Schwangerschaft, Menstruationszyklus, alles Themen, die viele Jahre ich sage jetzt mal nicht verschwiegen, aber nicht präsent waren, wo man nicht drüber gesprochen hat. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man sich dem Thema annimmt. Und da bin ich gern dabei. Die Veranstaltung heute zeigt einfach diese Wichtigkeit der unterschiedlichen Perspektiven. Wir haben die Perspektive aus dem aktiven AthletInnenbereich, wie auch auf Ebene der Funktionärswesen des Staates und wie kommen alle Ebenen zusammen, Forschung ist mit drin und nicht in der eigenen Bubble zu sitzen und sein Ding zu machen, sondern diese Bubbles sich auszutauschen, um das im Großen und Ganzen ganzheitlich zu denken, wie ich Mädchen, Jungs, Frauen, Männer im Sport, sowohl Leistungssport und Breitensport fördern kann. Also mir gefällt hier besonders, dass wir Vertreterinnen und Vertreter aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und Disziplinen und Organisationen haben. Und ich glaube, wenn wir im Austausch sind, dann extrahieren wir hoffentlich die Themenfelder, die den ganzen Bereich auch nach vorne bringen. Großartig fand ich als Vernetzung der verschiedenen Disziplinen, dass man mit Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch kommt, die zum gleichen Thema arbeiten. Wir alle die Wichtigkeit dieses Themas uns bewusst sind, aber aus einem anderen Blickwinkel auf dieses Thema gucken. Das macht auch unsere großartige Wissenschaft, unsere Sportwissenschaft aus. Und deswegen gehe ich sehr gerne auf derartige Veranstaltungen. Gleichzeitig ist jetzt ganz wichtig, dass wir dranbleiben, dass wir nicht in unserer Blase, wir alle leben in so einer Wissenschaftsblase, unter uns können wir wunderbar diskutieren, aber was wird denn nach draußen getragen, was wird angenommen, auch das haben wir gerade im Arbeitskreis besprochen, was kommt denn draußen außerhalb unserer Blase an? Und daran müssen wir arbeiten.